Und wie genau willst du mich aufhalten? Sieh mir in die Augen. Oha. Sag du es mir. Du bist wirklich krank. Wie sie in seinen Tätowierungen verschwunden sind. Mimir hat mir einmal erzählt, wie sie so geworden sind. Ach, ich kann kein Deutsch. Alter, das Holz sieht ja mal mega insane aus. Tja, Loki, du scheinst ein guter Kerl zu sein. Ich hoffe, ich sehe dich nicht gleich sterben. Danke. Ich auch. Du weißt, du sollst nicht runterschauen, ja? Ich schau gern runter. Dann sehe ich, wie weit ich gekommen bin. Okay. Oh ja, klingt toll. Kann ich das verwenden? Zwar sehr ironisch als letzte Worte, aber... Wie bitte? Nichts, gar nichts. Hey, du machst das toll. Hä? Wieso kann ich da nicht rüberspringen? Warte mal. Oika. Ach so. Wetten, Atreus fällt runter. Dann kommt Kratos von der Seite und rettet ihn. Du schaffst das, Loki! Danke, Skuldir. Hoffe, das stimmt. Ich finde, das Stein sieht richtig unrealistisch aus. Alles als wenn klar. Das so Plastik oder so das. Wäre, ne? Alles gut. Einfach weiterklettern. Und wohin jetzt? Alter, wie hoch ist die Mauer, bitte? Hey, Hugin. Du willst dir die Zeit nicht mit deiner Geschichte vertreiben. Oder? Ja, dachte ich mir schon, dass du das sagst. Ein Geist? Hier oben? Ja, was ist das für einer? Oika! Hier muss es dann irgendwie weiter hochgehen, ich ne? komme. Oder? Holen wir die Kette runter. Kette? Ah, da. Jaulva! Ja, bleib stehen. Hä? Ah, jetzt. Warum kann ich eigentlich deine Gedanken nicht hören? Es schien, als ob Odin das könnte. Das warst du in unserer Hütte, oder? Du und dein Bruder, schätze ich. Ach du Scheiße, das die Aussicht. Ich als ja. Oha.
Ja. Und jetzt den Körper runter, ne? Ja, schon heftig. Da hinten ist die Elbe. Nee. Das jetzt nicht. Hartman? Hä? Und? Achso. Ja! Oh mein Gott! Ich hab das Schlimmste hinter mir. Oder nicht? Wenn du springst, bleibt nix als nur ein Fleck. Okay. Wollt ihr mich vielleicht einfach durchlassen? Nein? Wie ihr wollt. Ja, Ulver! Oha! Atreus ist ja voll die Maschine, ne? Hallo, wieso kann ich das nicht aufheben? Achso, weil ich noch im Kampf bin. Wart ab, wenn du oben bist. Aber ich muss sagen, God of War Ragnarök hat die Sounds ein bisschen angenehmer gemacht. Ne? Also wirklich, ein bisschen angenehmer. Beispiel die Truhe, genau. Der Sound war bei God of War richtig, keine Ahnung, viel zu laut und schlecht. Eigentlich. Und das haben die jetzt besser gemacht, finde ich. Ja, hoch, verstanden. Ah, das hat er gesagt, okay. Alter, wie weit hoch geht das denn noch bitte? Meine Güte. Wow. Ah, okay. Gut. Wir sind verbunden. Ja, das ergibt Sinn. Glaube ich. Ich muss aber an beide Seiten. Klappen. Oh mein Gott. Herr, ja, was ist das? Dann mal los. Nee, das macht. Ach du Scheiße. Dass er sich da festhalten könnte, ne? Mach mir ihr Lichter. Skalva! Oh lol, ist euch mal aufgefallen, hey, wenn ich hier. Fliegen. Ich tue, was ich kann. Komm mal, warte. Skalva! Nee, doch nicht. Nee. Doch, aber die Oberfläche verändert sich bis dann. Oh Mann, bist du stark geworden. Ganz schön windig hier oben, ne? Ach du Scheiße! Hä, was ist da unten für eine Platte? Das ist ein UFO, oder nicht? UFO. 3, 6, 1. Okay. Ich sehe keine Abkürzungen mehr. Ich muss noch etwas weiter klettern. Oder viel weiter. Aber ich bin schon so weit gekommen. Hey, Hugin.
Wie wär's, wenn ich dir mal was erzähle? Es war einmal ein Riese namens Loki, der es für eine gute Idee hielt, Odins Einladung nach Asgard anzunehmen. Odin testete Loki. Er erwartete von ihm, dass er allein Rimfus Mauer ganz hinaufklettert. Ah, seine Hände tun will. Was hat Loki... Ah! Ich wusste es. Er was stirbt. Hat Loki gemacht? Er kletterte weiter. Ja, meine Hände. Was für, fangen die auf einmal an zu schwitzen. So. Er kletterte einfach weiter. Seine Arme schmerzten. Die Finger wurden taub. Das Atmen fiel schwer. Aber Loki kletterte weiter. Einen Fuß nach dem anderen. Immer weiter. Bis ganz oben. Soll ich auch mal eine Geschichte erzählen? Zakunat, er spielte God of War. Er spielte und wurde irgendwann zum besten God of War-Spieler. Tadada. Gut. Ja, okay. Mach weiter. Komm schon. Jetzt nicht aufhören. Okay. Weiter geht's. Ja, auch Hutmacher. Der war doch gut, oder nicht? Die Geschichte. Davon kannst du ein Buch schreiben. Gut. Ich schaffe das. Bin fast da. Ach du Scheiße, wie kann man sich da hochklettern? Das geht nicht. Mein Ego sagt, das könnte ich auch. Hallo. Hi. Sag, welcher Teil dieser großen Mauer ließ dich denken? Oh, Besucher sind hier willkommen. Komm mal, der. Ich wurde hierher gebeten. Von Odin. Der Allvater rief dich her? Gut. Warum bist du dann draußen und nicht hier drin? Fragen wir ihn doch zusammen. So ein Asi. Guck mal, der kann jetzt entscheiden, ne, ob ich da jetzt runterfahre oder nicht. Ne? Bist du fertig? Sag, was könnte Odin, Allvater, König der Asen, von Leuten wie dir wollen? Sag schon. Das ist eine private Sache. Du weißt das gar nicht. Wetten, er lässt los und Odin kommt? Könntest du mich hochziehen? Nein, ich denke eher nicht. Ich denke, ich lass dich fallen. Nein. Ja, ich lass dich fallen. Mach's gut. Halt! Weißt du, wie wütend der Allvater sein wird, wenn du seinen Gast tötest? Loki von den Jötnar? Den Jötnar? Feind meines Volkes? Ich bin kein Feind von dir. Und jetzt schubst du mich runter. Das werde ich ja sehen. Hier lang, Loki von den Jötnar. Halt, ist das Gjallarhorn? Bist du Heimdall? Offensichtlich. Jetzt kannst du dich an der Pracht Asgards erfreuen. Ein seltener Anblick für Fremde, besonders für Riesen. Klar, klau doch gleich alles, was nicht festgenagelt ist. Das wird deine Gastgeber beeindrucken. Was für Clown. Es lag auf dem Boden. Ja, auf der Straße liegt das Geld. Stell doch einfach deine Fragen. Woher weißt du, dass ich Fragen habe? Das ist mein Job. Ja, also du bist da, ne? Das ist dein Job. Also, ich beschütze das Reich, das ich liebe, vor Ärger.
Und ich mache Ärger? Kennst mich doch gar nicht. Aber ich sehe schon, dass du dich unbedingt beweisen willst. Viel zu sehr. Was wohl an einer übermächtigen Vaterfigur liegt, der du nie gerecht werden kannst. Kann sein. Ich würde auch schätzen, dass du respektlos, eingebildet und impulsiv bist. Du kennst mich gar nicht. Ich helfe Leuten. Oh, du bist hier, um Leuten zu helfen? Nein, nein. Du bist hier, um dir selbst zu helfen. Jeden zu manipulieren und zu belügen, der dich näher an dein Ziel bringt. Ich weiß, du bist jung. Du kamst wahrscheinlich in den Stimmbruch, als du die Wand hochgeklettert bist. Aber du hast eine verdrehte kleine Seele. Du bist das Chaos in einem schicken Bogenschützenanzug. Ich beobachte, wie sich dein Mund bewegt und sehe Städte brennen. Dass du in Asgard bist, bringt nichts Gutes mit sich. Oh, was sind das denn für Tiere? Andererseits, wenn du hier bist, um dem Allvater zu helfen und keine bösen Absichten hegst, macht uns das wohl zu Verbündeten. Heimdall. Topür. Wer liebt mich am meisten? Wer liebt mich am meisten? Weiß ich nicht. Wow, das ist fast so beeindruckend wie Baldur, der einen Drachen der sieht cool aus, ne? Baldur braucht sich nicht darum zu kümmern, wie stark er verbrannt wurde. Ich durchschaue sie. Dominiere sie klar und deutlich. Wow, sind das alles Asengötter? Was? Du glaubst, dass alle Asen Götter sind? Aber Skjöldir hat gesagt, dass nur... Oh klar, wenn Skjöldir das sagt... Wer auch immer das ist, muss eindeutig ein Asengötter-Experte sein. Im Gegensatz zu dem Asengott, mit dem du hier sprichst. Du weißt buchstäblich nichts über unsere Kultur, was? Ich weiß viele Dinge. Ein Riese baute diese Mauer. Ein Riese? Baute die Mauer, die Riesen fernhält? Hrimthur, Tamurs Sohn. Ich kenne die ganze Geschichte. Wirklich? Ich kann es kaum erwarten, dass du mich mit deinen revisionistischen Erzählungen über die Architekturgeschichte Asgards verwöhnst. Das ist voll geil hier. Oha. Ist das Odins Palast? Das ist ein Langhaus, oder? Glaubst du, der Allvater hat es nötig, sich aufzublasen wie ein sterblicher Stammesfürst? Ich glaube, nein. Das ist die große Loge, die der Allvater mit seinen eigenen Händen gebaut hat. Tut mir leid, wenn dich das enttäuscht. Wie du siehst, hat es wahre Macht, nicht nötig zu protzen. Sie zeigt sich genau zur richtigen Zeit. Meinst du nicht auch? Ha! Hey! Wow! Oh! Hey, Helme! Ich habe euch eine Übungspuppe mitgebracht. Ich dachte, wir gehen zu Odin. Weißt du, die Sache ist... Du hast eine verräterische Absicht. Deshalb lasse ich dich auf keinen Fall in die Nähe des Allvaters. Oh, sehr schön. Bei diesen Tricks ist es ein Wunder, dass die Götter jeden Krieg verloren, den sie je geführt haben. Das ist ein großer Spezialangriff? Bumm werfen! Aus, Junge! Das war langweilig. Rate, wer jetzt dran ist. Na. Bist du sicher, dass der Allvater gerne wartet? Sehr witzig. Er oder was? Ich bin mir sicher. Ja, ich bin mir tatsächlich sogar sehr sicher. Was soll der denn jetzt auf einmal? Oh, nein! Pfeile! Wie furchterregend! Der cheatet! Oh, das war ein besonderer! Ich hoffe, das war nicht dein letzter Trick! Du verhinderst nicht, dass ich Odin sehe! Du wirst ihn sehen! Ja? Von deinem Grab aus! Was? Das ergibt gar keinen Sinn! Jetzt? Wow. Okay. Ja.
Okay, Leute, sorry, dass ich es jetzt auf einmal so unterbreche. Aber wir essen jetzt mit der Familie. Wollen wir einmal speichern? Ah, brauchen wir nicht. Ist das schon? Oh, lol. Ist das alles, was du kannst, Jürgen? Wir waren ja gerade dabei, hier den hier. Ja, wie wollen wir denn den bekämpfen, wenn wir den nicht angreifen können, ne? Wow. Ich muss wirklich sagen, Loki, ich bin absolut unbeeindruckt. Unbeeindruckt, okay. Ah, Odin kommt. Toll. Ja. Schluss damit. Was du auch denkst, er ist Allvaters Gast. Hatte ich doch was gerochen. Ein Schritt weiter und das endet unschön für dich. Oh, wirklich? Und wie genau willst du mich aufhalten? Sieh mir in die Augen. Oha. Sag du es mir. Du bist wirklich krank. Loki, du bist da. Ich bin sehr geehrt. Ah, du kennst also Heimdall. Er liest Gedanken für mich. Der Junge ist falsch, Allvater. Dieser junge Mann ist mein Gast und voller Schlamm. Erklärungen? Er will dich verraten. Hm? Ist das wahr, Loki? Du kleiner Schwindler? Ich mache nur Quatsch. Natürlich will er mich verraten. Heimdall, warum wäre er sonst hier? Er hat keinen Grund, mir zu trauen. Noch nicht. Aber er hat ein paar große Fragen. Und ich habe so viele Antworten für ihn. Was willst du? Das ist sein Bauch, ne? Wegtreten. Geh. Wo ist sein Bauchnabel? Und du, mach dich mal sauber. Aber Allvater. Ach. Jochwart. Heimdall, entspann dich mal. Hattest du denn vor, mich sofort zu töten? Siehst du? Was, genügt dir das nicht? Verschwinde hier! So, Fenster zu. Anstrengend, ich weiß. Sehr scharfsinnig, aber er vergisst manchmal zu denken, weißt du? Hey, ich habe noch was zu tun. Komm mit mir. Das war ein Teleporter, so, Jutsu, ne? Wie hat dein Vater die Nachricht aufgenommen, dass du meine Einladung annimmst? Wir sollten nicht über meinen Vater reden. So schlimm? kann ich verstehen. Meine Ex-Frau und mein verärgerter ehemaliger Bediensteter vermitteln sicher kein sehr unbefangenes Bild von mir. Doch du bist neugierig, aufgeschlossen. Das ist wichtig. Riest, Miest, macht weiter. Lasst euch nicht stören. Ah, Valkyren. Wenn ich ehrlich bin, Loki, hast du Glück, dass meine Einladung noch gilt, nachdem du Tiere befreit hast. Aber mit ihm Zeit zu verbringen, ist vermutlich Strafe genug, oder? Mimir hat wenigstens seinen Humor nie verloren. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Ich ziehe es vor, nach vorn zu blicken. Hey, 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 ihr sollt sie trainieren, nicht enthaupten. Schläge nur unterhalb des Halses, ja? Ist das hier immer so, wenn ich nicht da bin? Allvater. Königin Gnau? Die Einherja sind bereit für deinen Segen. Deshalb bin ich ja hier, oder? Es gibt wohl eine neue Walkürenkönigin. Großartige Soldaten, diese Einherja. Aber wenn sie aus Valhall kommen, sind sie oft etwas benommen. Ich tue für sie, was ich kann. Helfe ihnen, sich an ihre Rolle im Leben zu erinnern. Das ist wichtig, meinst du nicht? Zu wissen, wer man ist. Es gibt allem eine Bedeutung. Münzenappen, Rothgar. Münzenappen, Gorm. Münzenappen, Janna. Okay. Das sind jetzt Tiere, ne?
Gut, weiter geht's. Ah, die Bücher, gut. Die sind für ihn. Ich hörte, du bist ein eifriger Leser. Das sind nur einige Bände aus meiner persönlichen Sammlung. Danke. Jürgen, ich hoffe, ich rieche da keinen Pilze. Also, ich weiß das Angebot zu schätzen, aber ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Im Moment bist du nur zu Besuch, Loki. Ein Schritt nach dem anderen. Schön langsam, Karl. Bei allem Respekt, du musst wissen, ich wollte hier lernen, nicht dienen. Noch ein Diener ist das Letzte, was ich brauche. Ich brauche jemanden mit Motivation, mit Neugier, der die Initiative ergreift. Sieht gut aus. Ist das geschmort? Aber warum ich? Essen oder wie? Bin? Glaubst du? Das ist Thor auch. Erlen, versuch wach zu bleiben. Für mich? Na gut, aber... Hör zu, denk nicht viel drüber nach. Ich habe ein Projekt, das dich interessieren könnte. Eine große Chance, etwas zu lernen. Für uns beide. Was ist mit meiner Familie, meinen Freunden? Ich muss sicher sein, dass niemand verletzt wird. Warum sollte ich jemanden verletzen? Ich habe von Anfang an nur um Frieden gebeten, wie du weißt. Du bist jetzt hier. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Alles wird gut. Dein Zimmer ist schon nah. Mein Zimmer? Ja, gleich dort. Du kannst kommen und gehen, wie du willst. Nimm dir, was du brauchst. Sieh dich um. Du bist nicht mein Gefangener. Und worauf es ankommt, ich bin nicht dein Vater. Allvater, es gibt ein Problem, das der Lösung bedarf. Sylph, du hast unseren neuen Hausgast noch nicht begrüßt. Sag Hallo zu Loki. Das ist er? Hier? Wer in ist unserem das? Heim? Sylph, ach so. Wie nett. Meine Diplomatin, alles in Ordnung im neuen Midgard? Den Flüchtlingen geht es gut. Das Problem sind die Zwerge. Du weißt schon, wer ist zurück. Irgendetwas ist immer. Leg die Bücher weg. Wir haben noch etwas zu tun. Klar. Sylph. Ja. Aber haben wir so viel Geschichte und Story, ne? Ich bin hier. Achso, jetzt sind wir bei den Zwergen. Genau. Gleich da drüben, mein Vater. Ja. Warte mal. Das ist so ein Weltall-Lupe, oder nicht? Oder wie nennt man so ein Ding? Hallo, ist lange her. Was gibt es jetzt für ein Problem? Gar kein Problem, wenn man instabile Todesfallen bauen will. Ich habe diese Entwürfe persönlich genehmigt und das schon vor längerem, wie ich sagen muss. Hattest du heute nur Lust, mir auf die Nerven zu gehen? Ja. Wer ist der Kleine? Bildest du Taschendiebe aus? Weißt du was, Dürlin? Du stinkst nach billigem Met. Und das ist noch deine liebenswerteste Eigenschaft. Alle mal hergehört. Hier spreche ich, eure gesamte Wirtschaft. Ihr sollt wissen, dass ich Vertrauen in euch habe. Dass ihr mir diese Maschinen wie versprochen liefern könnt. Pünktlich, kostengünstig und natürlich sicher. Die Zwerge haben mich nie im Stich gelassen. Und sie werden jetzt nicht damit anfangen. In Ordnung? Gut. Okay. Also ein Zwerglanghaus sieht ja auch schon insane aus, ne? Loki, ich würde... Bürokraten. Ich gönne dir erstmal eine Pause. Wenn du an die Arbeit gehen und Antworten finden willst, komm in mein Arbeitszimmer den Flur runter. Oh, und nimm dir ruhig neue Kleidung. Okay. Odin?